Aus meinem Büchlein, die Magie der Rauhnächte, mystische Geschichten und Rituale. Wir haben ja seit ein, zwei Wochen ganz, ganz schnell hier auf einmal ein Temperatursturz von 16 Grad und in der Nacht teilweise 8, 9 Grad nur. Und ja, daran muss man sich erstmal wieder gewöhnen, dass man nicht mehr barfuß überall hinlaufen kann, dass man nicht in irgendwelchen Schlappen dass man auch wieder Socken anziehen muss. Und festes Schuhwerk, dass es früher dunkel wird. Ja. Aber so hat jede Zeit auch ihre schönen Seiten. Jetzt beginnen wieder die Abende, wo man sich schön gemütlich machen kann mit Kerzenschein und Kuscheldecke und schön heißen Tee. Ich habe hier dieses Buch und ich dachte mir, ich lese euch daraus eine Geschichte vor. Das ist jetzt erstmal der Buchrücken. Seit Urzeit. Rund um die letzten Tage des Alten und dem Beginn des neuen Jahres. Viele Bräuche, Weisheiten und Mythen rund um die Rauhnächte und ihre Magie werden heute wieder entdeckt und wieder genutzt. Dieses Buch fasziniert uns mit Erzählungen rund um Hexen. Lassen wir uns einweben vom Zauber der langen Nächte. Entdecken wir die Spiritualität und Achtsamkeit neu. Begeben wir uns auf eine Reise zu uralten Riten, zur Weisheit unserer Vorfahren und tauchen dieser bunten Sammlung von Geschichten. Geschichte und uraltem Wissen. Dieses Buch habe ich mir selbst gekauft, selbst ausgesucht. Unbezahlte Werbung. Ich habe mir das Buch gekauft bei Bücher-Billiger.de. Wirklich echte schöne Schnäppchen. Es sind hier so ein paar Gedichte und ein paar Märchen und sowas in jeder
Rauhnacht so passiert. Diese Sage vor. Eine Sage aus Österreich. Die weiße Rose. Wenn die frommen Brüder des Klosters Arnoldstein im Galltal des Morgens in die Kirche gingen, gemeinsam Gott den Herrn zu loben und zu preisen, geschah es manchmal, dass einer der Mönche auf seinem Betstuhl eine duftende weiße Rose vorfand. Dann küsste er sie demütig und bereitete sich auf den Tod vor. Denn diese Rose war das Zeichen, dass der Herr dem seiner Diener sandte, den er noch am selben Tag zu sich berufen wollte. Eines Abends kam ein müdes, abgehärmtes Weib mit einem Kneblein an die Klosterpforte und bat um Kost und Herberge. Die Brüder gewährten ihre Bitte. In der Nacht starb die Frau an Erschöpfung und ihr Söhnlein Johannes wäre allein in der Welt dagestanden, wenn sich der Pförtner nicht seiner angenommen hätte. Der Knabe wuchs heran, zeigte aufgeweckten Sinn und sodass ihm der Abt Unterricht in der Klosterschule geben ließ. Als der stille, versonnene Jüngling sein Studium beendet hatte, wählte er den Priesterstand zu seinem Beruf und trat als Mönch in das Kloster ein. Als er dem Herrn sein erstes Messopfer darbrachte, strömte, wie immer bei solchen Anlass, viel Volk aus der ganzen Gegend zusammen, um der Segen des neu geweihten Priesters teilhaftig zu werden. Darunter befand sich auch ein schönes junges Mädchen, die Tochter des Verwalters der Vogelischen So wie die übrigen Andächtigen, drängte auch die junge Frau nach vorn, um vor den segnenden Priester niederzuknien. Da traf sie seinen Blick, sie sah sein Auge sich senken und tiefe Röte sein Antlitz überziehen. Beschämt gestand sich der junge Mönch, dass eine weltliche Regung sein Innerstes berührt hatte. Trotz aller Feierlichkeiten war er den ganzen Tag niedergeschlagen. Sehnsüchtige Liebe nahm seinen Sinn gefangen und die Aussichtslosigkeit seiner plötzlich entflammten Neigung machte sein Herz traurig und ließ seinen Mund verstummen. Das Bild des lieblichen Mädchens schwebte unablässig vor seinen Augen, begleitet
es in den Traum und stand vor seiner Seele, als er am nächsten Morgen als erster die Kirche betrat. Lächelnd näherte er sich seinem Platz. Da leuchtete ihm etwas Weißes entgegen. Zagend schritt er hinzu. Es war eine weiße Rose. Vor Schrecken erbleichen tat er, wozu ihn der nackte Selbsterhaltungstrieb, die Furcht vor dem Tode zwang. Er legte die todkündende Blume auf den nächsten Platz, denn das Leben schien ihn so lockend und so schön. Es hatte ja eben erst begonnen und verhieß für die Zukunft alle irdische Seligkeit. Als kurz darauf die anderen Brüder zur Morgenandacht kamen, erblickte ein greiser Pater auf seinen Platz die Botschaft des Todes und freute sich innig, dass ihn der Herr endlich zu sich berufen wollte. Denn er hatte Gott schon längst um Erlösung von diesem mühseligen Erdenleben gebeten. Kaum hatte er sich niedergekniet, sank er tot um. Noch am selben Tag kamen Dienstleute des Verwalters ins Kloster. Sie waren auf der Suche nach der Tochter ihres Herrn, die am frühen Morgen das Elternhaus verlassen hatte und seitdem nicht wieder zurückgekehrt war. Man suchte das Mädchen überall. Viele liebe Leute schlossen sich den Nachforschungen an. Endlich fand man es tot, am Fuße eines Felsens. Bald stellte sich heraus, dass sie es gewesen, die jene weiße Rose zum Zeichen ihrer unschuldigen Neigung dem jungen Mönch auf das Betboot gelegt hatte. Davon aber erfuhr Johannes erst viel, viel später. Von tiefem Gram und schweren Gewissensbissen gequält wanderte er den ganzen Tag ruhelos im Kloster umher. Der plötzliche Tod des geliebten Mädchens erschütterte sein Herz. Nagende Reue folterte sein Gewissen. Lange Zeit fand er weder Rast noch Ruhe. Unermüdlich flehte er den Himmel an, ihn von dieser Erdenqual zu lösen, indem die weiße Rose zu senden, ihm die weiße Rose zu senden. So verstrich Jahr um Jahr, aber er harrte vergebens. Nie lag die weiße Rose an seinem Platz. Eines Tages fand man den 90-Jährigen sanft entschlummert auf dem Grab des Mädchens, mit der rechten eine weiße Rose umklammernd, die dem Grab der Toten entsprossen war. Mit der rechten eine weiße Rose umklammernd,
ist meist schwach ausgeprägt und kann schnell reißen, besonders wenn es um Geduld mit uns selbst und unseren Schwächen geht. Wer sich energisch unterstützen will bei der Suche nach innerer Ruhe und Stärke, kann die Magie des Räucherns für sich nutzen. Wenn es darauf ankommt, überlegt zu handeln und sich geduldig auf die Suche nach der innersten Wahrheit zu begeben, dann kann folgende Räuchermischung die Umgebung mit positiver Energie aufladen und uns so dabei helfen. Anis, Beerentraubenblätter, Kornblumenblüten, Lavendelblüten, Rosmarin, Salbeiblätter, Weihrauch, Weißdornblüten, wenn du aus diesem Buch, ein Märchen, eine Sage, ein Gedicht oder ein Brauch vorgelesen bekommen möchtest, dann schreib mir einfach einen Kommentar unter diesem Video hier. Und wenn du mir auch sonst was mitteilen willst, gib mir einen Kommentar oder schreib mir eine E-Mail. Oder wenn du mich noch nicht abonniert hast, tu das gerne. Das ist alles kostenlos. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Hören. Bis dahin wünsche ich dir und deinen Lieben eine schöne, achtsame Zeit. Passt auf euch auf. Seid lieb zueinander. Bis zum nächsten Mal, wenn es da heißt: Welcome back to my channel. Awesome arm emotions. Ina. Bye bye. Fühlt euch gedrückt von mir. Und bleibt gesund. Bis dahin. Die Magie der Raunächte. Mystische Geschichte.